Hallo. Ich lese gerade das Buch Die Regeln des Glücks vom Dalai Lama und bin heute Morgen auf eine spannende Stelle gestoßen, die ich gerne mit dir teilen möchte. Und zwar geht es darum, um den Unterschied zwischen Glück und Vergnügen. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Ich wünsche mir, ich strebe das dauerhafte Glück an und ja, er gibt hier so ein paar Hinweise, wie das zu erreichen ist. Das lese ich dir auch gleich vor. Ich möchte nur kurz aufzeigen, was er da als Unterschied sieht zwischen den beiden Sachen. Ja, die Lust, das Vergnügen ist etwas, das an was Physisches gebunden ist. So, ne? Also zum Beispiel können wir kurzweiliges Vergnügen haben durch Sex oder dass wir irgendwie mehr Geld bekommen oder ein schönes Haus haben oder ein neues Auto oder so. Das ist dann so kurzweilig, gibt uns das, dann macht uns das Vergnügen, bis wir uns dran gewöhnt haben und dann streben wir nach was Neuem. Ja? Kann auch Alkohol oder Drogen sein oder das Stück Kuchen, so, ja, wenn wir jetzt mal so von der Ernährung, von den so gehen, ne, dass ich da irgendwie kurzweilig so ein Vergnügen habe. Und deshalb ist es, glaube ich, auch so verlockend mit den Drogen, dass ich da kurzweilig in eine andere Welt verschwinde und ja, dieses kurze Vergnügen habe. Genau, und was ist das Glück? Das Glück ist wirklich das Erreichen, dass wir uns befreien. Befreien von dem Leiden. Und das hat eher was mit dem Herz und mit dem Geist zu tun. Ja, also das ist so ein Grundgefühl in uns, was, ja, so ein wohliges Gefühl. Und jetzt erzähle ich dir mal kurz, wie das so vonstatten geht. Noch eine Sache vorher. Und zwar ist ein Grund, warum uns das dauerhafte Glück auch so schwer fällt und wir eher zum kurzweiligen Vergnügen gehen, weil es oft der schwerere Weg ist, ja, zum dauerhaften Glück zu gehen, weil wir halt dann auch mal vielleicht Nein sagen müssen. Und das ist das Spannende, was ich hier jetzt gelesen habe, weil ich weiß, dass es vielen Menschen schwer fällt, Nein zu sagen oder in dem Moment dann auch mal ja vielleicht auf was zu verzichten und nicht dem ersten Impuls zu folgen und zuzugreifen. So. Obwohl es keine Patentlösung dafür gibt, diese destruktiven Arten des Vergnügens zu vermeiden, haben wir glücklicherweise einen Ausgangspunkt, die simple Vergegenwärtigung dessen, dass wir im Leben Glück anstreben. Wie der Dalai Lama betont, ist dies eine unmissverständliche Tatsache. Wenn wir sie bei unseren Entscheidungen im Leben berücksichtigen, ist es einfacher, die Dinge aufzugeben, die uns letztlich Schaden zufügen, selbst wenn sie uns zeitweilig Vergnügen bereiten. Der Grund, warum es gewöhnlich so schwer ist, einfach Nein zu sagen, liegt in dem Wort Nein. Und jetzt kommt die spannende Stelle. Dieses Unterfangen ist mit dem Gefühl verbunden, etwas zu verwerfen, etwas aufzugeben, uns etwas zu versagen. Ich möchte es gerne nochmal vorlesen. Der Grund, warum es gewöhnlich so schwer ist, einfach Nein zu sagen, liegt in dem Wort Nein. Dieses Unterfangen ist mit dem Gefühl verbunden, etwas zu verwerfen, etwas aufzugeben, uns etwas zu versagen. Es gibt jedoch ein besseres Verfahren. Vor jeder Entscheidung sollten wir uns fragen, wird sie mir Glück bereiten? Nicht nur dabei, ob wir Drogen nehmen oder uns das dritte Stück Sahnetorte gönnen sollten, kann uns diese simple Frage als wirkungsvolles Hilfsmittel dienen, alle Bereiche unseres Lebens geschickt zu meistern
Sie gibt den Dingen einen neuen Anstrich. Wenn wir uns mit dieser Frage, also wird mir das Glück bereiten, die unseren täglichen Entscheidungen und Wahlmöglichkeiten nähern, verschiebt sich unser Konzentrationspunkt von dem, was wir uns vorenthalten, zu dem hin, was wir erstreben, nämlich höchstes Glück. Eine Qualität des Glücks, die, wie der Dalai Lama sie definiert, stabil und dauerhaft ist. Ein Zustand des Glücks, der trotz der Höhen und Tiefen des Lebens und der normalen Gemütsschwankungen als Teil der eigentlichen Matrix unseres Wesens bestehen bleibt. Aus dieser Perspektive ist es einfacher, die richtige Entscheidung zu treffen. Denn wir handeln so, dass wir uns selbst etwas geben, statt uns etwas zu versagen. Wir bewegen uns auf etwas zu, nicht von ihm fort. Wir bejahen das Leben, statt es abzulehnen. Dieses elementare Gefühl, sich auf das Glück zuzubewegen, kann eine sehr tiefe Wirkung haben. Es macht uns aufnahmebereiter, offener für die Freude am Leben. Also ich versuche es nochmal mit eigenen Worten. Wenn ich sozusagen etwas verneine, dann bekomme ich das Gefühl, dass ich auf was verzichten muss. Und das ist natürlich, das bejaht das Leben nicht. Ja? Wenn ich mir aber die Frage stelle, wenn ich jetzt mir dieses Auto kaufe, wird mich das dauerhaft glücklich machen? Oder wenn ich jetzt das und das esse, wird mich das dauerhaft glücklich machen? Ja, dann geht die Intention des Lebens in was Positives hinein und das wird vom Leben unterstützt und dadurch bewegt sich mein ganzes Leben auf dieses Glück zu, ja, weil es nicht mehr um den Verzicht geht. Der Verzicht steht nicht im Vordergrund. So, ich hoffe, ich konnte dir damit einen kleinen Impuls geben. Für mich war das eben sehr erhellend, als ich das gelesen habe und das wollte ich direkt an dich weitergeben. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann du das Video siehst und ja, freue mich, wenn du wieder einschaltest. Ach ja, und hier gibt es noch weitere Videos, die vielleicht auch spannend für dich sind.